Ja, was können wir denn tun, damit sich endlich was ändert? Dieses Video ist das Antwortvideo auf das vorhergehende, warum sich nichts ändert. Und ich habe also im Chat unten gelesen, dass viele Menschen gar nicht genau wissen, was sie überhaupt tun könnten. Und deswegen ist dieses Video entstanden, um euch mal bewusst zu machen, welche Kraft ihr habt, was alles in uns liegt und was eben jetzt das Geschehen dazu bringt, dass sich was ändert, und zwar in unserem Sinne, im Sinne der Lichtarbeit, der Liebe. Ihr seht im Hintergrund die schnelllebige Zeit auf der Erde. Ihr seht, wie wir manchmal gar keine Zeit haben, weil uns um die schönen Dinge zu kümmern, die wichtigen Dinge, die Spiritualität zu kümmern, weil wir im täglichen Leben sehr, sehr, sehr eingebunden sind. Jetzt ist es ja ein bisschen anders, weil eben durch die Maßnahmen sich die Menschen nicht mehr in dieser Schnelligkeit befinden und dadurch, also mehr zu Hause sind und dadurch die Chance haben, die Chance ist da, sich mal Zeit zu nehmen und tatsächlich aktiv zu werden. Wie wir jetzt aktiv werden können, werde ich euch gleich erzählen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und deine Zeit heute mit mir verbringst. Denn dies ist ein ganz wichtiges Video, um dir bewusst zu machen, wie einfach es doch ist, selbst etwas zu bewegen. Das fängt an mit dem Gebet. Ein aktives Gebet, also jeden Tag wenigstens einmal beten. Ich mache das zum Beispiel morgens, wenn ich aufwache, und ich mache jeden Morgen Yoga, fast jeden Morgen. Und zu Beginn spreche ich ein Dankbarkeitsgebet, und dieses Dankbarkeitsgebet bringt mich in eine so schöne Schwingung, verbindet mich mit meinem Körper, mit meiner Seele und auch mit dem Universum, mit der göttlichen Liebe. Das wäre etwas ganz Einfaches, und in diesem Gebet kannst du ja dann, je nachdem, was dir am Herzen liegt, auch genau das ansprechen, was für dich wichtig ist. Was auch noch wichtig wäre, einfach laut zu sprechen, also jetzt nicht zu schreien, sondern in einer normalen Lautstärke, die deine eigene ist, dieses Gebet sprechen. Denn in dem Moment bekommen die Töne eine ganz andere Kraft. Wenn du es leise, also wenn du ohne zu sprechen, wenn du es nur denkst, mit dem Denken beginnt ja die Schwingung. Und wenn du es aussprichst, wird die Schwingung größer. Das ist wie ein Resonanzkörper. Dein ganzer Körper wird zu einem Resonanzkörper und schwingt und kann sich so leichter mit dem Universum verbinden, weil dort haben wir ja auch die gleiche Schwingung. Es sind ja die magnetischen Schwingungen, die uns verbinden mit dem Universum. Und wie gesagt, wenn du also laut sprichst, dann bist du schneller verbunden oder tiefer in dieser Energie. Das ist auch ein Beispiel, was ich meinen Kunden sehr oft sage, wenn es um Affirmationen geht. Ich sage immer, sprich deine Affirmationen laut aus. Und dann sage ich noch, leg deine Hand hier unten an den Hals. Da spürst du die Vibration von der Kehle. Ja, wenn du sprichst, die Töne, es vibriert der Hals, und dadurch hast du noch einmal eine intensivere Wahrnehmung von dem, was du sagst, und spürst gleichzeitig die Schwingung. Also das ist eine gute Methode. Ihr könntet das auch mal probieren, wie sich das anfühlt. Und wenn du dann eine Affirmation sprichst, die dazu passt, dass das Gute auf der Erde geschehen soll, ja, dass wir möge Frieden immer um uns sein. Ja, möge Frieden immer bei uns sein. Sowas zum Beispiel, wenn du also da dir überlegst, was sind das für Affirmationen, die ich sprechen könnte. Wichtig ist es auch, dass du die Affirmationen ohne Nein und Nicht sagst, weil ja das Universum das nicht hört. Na, es hört also, es bewertet nicht. Und von daher
wirst du dann, wenn du nicht und nein sagst, bekommst du das Falsche. Ja, ich, wenn du sagst, ich fühle mich heute nicht wohl, bekommst du das Gefühl, dass du dich nicht wohlfühlst. Das ist der Punkt und da sollte man sehr drauf achten. Es gibt auch noch sehr schöne Mantras, die du sprechen kannst. Du könntest zum Beispiel Smarana sprechen. Smarana, ich kann jetzt nicht singen, aber ihr kennt ja das Lied, dieses toll gesungene Lied, diese zwei Lieder von uns, von Smarana. Und ich spiele es euch jetzt gleich mal vor. Da könntest du einfach auch mal mitsingen und dann gibst du dem Ganzen, dem Gefühl von Gottes Nähe, ganz viel Kraft. Was noch eine Erklärung ist, dafür ist, dass wenn viele Menschen, du bist jetzt verrutscht hier, wenn viele Menschen das Gleiche denken oder wenn viele Menschen beginnen zu beten, entsteht ja eine Schwingung in diesem morphogenetischen Feld, in diesem Netz. Ich hatte euch in einem anderen Video schon mal erzählt von den 100 Affen. Ich kann es gerne noch mal kurz wiederholen. Es war eine Gruppe auf den japanischen Inseln, eine Gruppe Affen, denen hat man, ein Wissenschaftler hat denen eine Süßkartoffel gegeben und wollte testen, was sie damit machen. Und am Anfang haben sie die liegen gelassen, gar nicht beachtet. Und dann hat ein Affe begonnen, diese Süßkartoffel zu reinigen und dann gegessen. Und dann haben das die anderen 100 nachgemacht. Und dann auf einmal haben alle Affen auf diesen ganzen Inselgruppen, das waren mehrere Inselgruppen, wie von ganz allein diese Kartoffeln erst gewaschen und dann gegessen. Das hatten die vorher, es hat ihnen niemand gesagt. Das ist einfach diese Schwingung ist durch dieses morphogenetische Feld gegangen und hat das Wissen praktisch allen Menschen gebracht. In dem Moment, Entschuldigung, in diesem Fall allen Affen gebracht. Aber wenn wir Menschen das jetzt nutzen für den Frieden, ja, oder mit guten Affirmationen, mit Gebeten, und das alles fließt ja in dieses morphogenetische Netz, in dieses hinein. Und darüber wird es ausgedehnt und dann ist es allen Menschen zugänglich. Darum geht es mir eigentlich. Und das ist ganz viel machen. Das ist ganz viel wirken und tatsächlich ganz einfach. Was noch wichtig wäre, ist gute Taten. Dass du gute Taten vollbringst. Also gute Taten heißt, zum Beispiel spenden, Essen spenden, den armen Menschen irgendwas geben, was sie brauchen, was ihnen sehr hilft. Das ist so eine edle Tat und dadurch tust du ganz viel Gutes. Dadurch breitet sich die Energie des Guten total schön aus und das fällt einem ja, würde ich jetzt mal sagen, nicht schwer. Es müssen ja keine Riesenbeträge sein. Es ist, gib das, was du kannst. Und wenn viele Menschen geben das, was sie können, kommt ein ganz großes, großes dabei heraus. Und das ist einfach, das lege ich dir ans Herz. Ihr könnt natürlich jetzt mit meinen Informationen machen, was ihr möchtet. Ihr könnt euch das aussuchen, was für euch praktikabel ist. Und wer möchte, kann auch gerne unten rein in den Chat schreiben, was er jetzt inspiriert durch das, was ich euch erzähle, gerne tun wird oder was er von den Beispielen, die ich gegeben habe, machen wird oder vielleicht sogar auch noch was reinschreiben, was ich jetzt gar nicht aufgezählt habe. Das wäre schön, denn in dem Moment, wenn ihr das schreibt, bekommt der Gedanke ja eine Energie und dann ist es aufgeschrieben und dann steht es da und dann lesen das die anderen, lesen die das und denken das und dann bekommt es noch mehr Energie und dann fließt es auch schon in dieses Gitternetz ein. Das ist total faszinierend. Und so allein mit diesen einfachen Mitteln können wir schon ganz, ganz viel tun. Wichtig ist auch, dass ihr mal so für euch überprüft, wie ist denn mein Konsumverhalten? Was kaufe ich denn ein? Wo kaufe ich ein? Kaufe ich nur bei den ganz Großen, weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist, weil man meint, man wird schneller beliefert oder weil es billiger ist? Es sind ja verschiedene Hintergründe. Oder
magst du vielleicht auch mal überlegen, könnte ich das gleiche Produkt bei einer kleinen Firma kaufen? Bei einer Firma, die es verdient, dass man sie unterstützt. Bei den großen Firmen ist es gefährlich, da muss man genau gucken, genau hinterfragen. Arbeiten die mit Tracking? Verwenden die Palmöl? Ja, all diese Dinge. Oder Avocados, wenn du kaufst, da hast du ja auch diese lange Lieferkette und das ist ja dann die Affen und was alles im Urwald mit dem Palmöl, was da alles geschieht, was da alles dafür sterben muss, damit so ein Produkt eben bei uns im Geschäft ist. Da solltest du dir tatsächlich deine Gedanken machen und überlegen, wie ist denn jetzt mein Konsumverhalten? Ist es, passt das oder unterstütze ich tatsächlich die falsche Seite? Ja, denn eine riesengroße Firma ist eher mit der negativen Seite verbunden als wie mit der positiven, wenn sie gewisse Dinge eben nicht tut oder tut. Da gilt es sehr genau zu hinterfragen und sich dann auch eben auszurichten und dadurch eine andere Energie in dein Konsumverhalten zu bringen. Auch ist es wichtig zu überlegen, ob du noch Fleisch isst, ob du nicht lieber vegetarisch oder vegan leben möchtest. Das ist eine Ausrichtung. Es gibt keine Vorschriften, aber es ist eine persönliche Einstellung. Und da, wo die Tiere so leidvoll in Großschlachtereien umgebracht werden und so, das ist alles, das tut mir am Herzen weh. Und da solltest du auch noch mal überdenken, wo du stehst. Und ich weiß, dass ihr alle, die ihr hier zuschaut, ihr seid da ganz weit schon fortgeschritten. Aber es ist einfach wichtig, dass man das doch immer wieder mal sagt, so damit es auch andere Menschen hören, die dieses Video zufällig, es gibt ja keine Zufälle, aber die dieses Video dann zufällig anschauen, sag ich einfach mal. Ja, also du musst einfach wissen, dass du mit deiner Art und Weise, wie du lebst, das erzeugst, was dann auch in die Resonanzfelder einfließt, in das morphogenetische Feld einfließt und dadurch sich über die Energie, sich über die Erde eben verteilen kann. Was ich auch noch finde, das wichtig ist, das ist, dass man freundlich und liebevoll ist und dass man auch die Worte, die man spricht, auswählt. Also dass man, es gibt ja solche Worte, die nicht schön sind, die eher so eine negative Energie tragen. Und wenn du diese Worte verwendest, ich sag mal, es gibt ein Wort, das fängt mit SCH an. Ja, wenn du sagst, oh, das ist sch, oder du sagst, das ist nicht schön, ist ein ganz großer Unterschied von der Schwingung drin und kann man also auch genauso gut sagen. Ja, also das sollst du einfach mal dich selbst durch erforschen, wo trage ich tatsächlich noch ein unbewusst eine niedere Schwingung in mir. Denn die niedere Schwingung verbindet uns mit dem Negativen und gibt der negativen Seite Kraft. Das sollte immer dein Augenmerk sein. Und das ist ja jetzt nicht der Sinn der Lichtarbeiter, der negativen Seite Kraft zu geben. Also all das, was ich jetzt so aufgezählt habe, das kannst du tun, das kannst du aktiv tun und dafür musst du gar nichts Materielles machen, dafür brauchst du keine Weiterbildung, sondern das liegt alles in dir, fängt hier an im Geist von den Worten, von den gesprochenen Worten, die hier rauskommen und die aus deinem Herzen kommen und von Liebe getragen sind. Das ist das, was wir tun können. Und was wir nicht tun sollten, ist warten, dass irgendjemand kommt und uns plötzlich die Erlösung bringt. Denn so jemand gibt es nicht. Nur du selbst kannst dein Leben bestimmen. Jeder, der von außen aufgedrückt wird, weißt du niemals, was er wirklich im Schilde führt. Und das sollte dir ganz wichtig sein. Mir ist es sehr wichtig. Und ich vertraue sowieso keinem einzigen Politiker. Denn ich weiß, dass da viel zu große Mächte mitspielen und dass diese großen Mächte nicht die Liebe im Sinn haben, sondern nur die Machtausübung. Und deswegen beginnen wir zu beten.
Ich werde gerne mit euch jetzt noch mal beten. Und wer möchte, kann natürlich laut mitsprechen. Laut mitsprechen, dem ganz viel Kraft geben und so unsere Gemeinschaft stärken. Dann sprühe ich mich mal ein, zuerst mal mit der violetten Flamme, um mich zu reinigen. Auch ich als Medium muss mich immer wieder reinigen, weil ich ja auch, sag ich mal, ein normaler Mensch bin, der, wenn ich draußen unterwegs bin, in den einzigen Geschäften, die gerade aufhaben, in den Supermärkten, die ja dann auch sehr voll sind, wo man sich auf keinen Fall anstecken kann. Ja, Spaß beiseite. Auch da sind ja viele Energien, die man also da unbewusst aufnimmt und davon sollte man sich reinigen. Weg damit. Genau, das war jetzt das. Und ich brauche auch heute mal ein bisschen Merlin. Merlin-Energie, um mich mit der Kraft der mystischen Heilung zu verbinden. Ja, es ist ja schon richtig gut. Und was brauche ich denn noch? Mut, oder? Mut ist diese Energie, die dir hilft, in der Spiritualität deinen Weg zu gehen, dich spirituell auszurichten und zu dir selbst zu stehen. Und jetzt zum Beispiel das Gebet laut zu sprechen oder das Mantra oder etwas von den Beispielen, die ich hier angebracht habe. Und ich freue mich auf eure Beispiele und was ihr dazu sagt. Dann wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Zeit in der Meditation, wundervolle, tiefgehende, schöne Energien und ich verbinde mich jetzt. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte um die Energie des Schutzes für meinen Kanal, sodass nur die reinste göttliche Energie zu dir strömt. Und so spüre ich, wie sich die Energie ändert und ich jetzt vollkommen mit dem Schutz verschmelzen darf. So möchte ich jetzt mit dir ein Gebet der Dankbarkeit sprechen. Und ich bitte dich, wenn es dir möglich ist, die Worte laut nachzusprechen. Und du wirst auch Zeit haben, innerhalb des Gebetes deine eigenen Worte zu sprechen. Und so schließe deine Augen und gehe ganz in deine innere Aufmerksamkeit. Atme das Licht der Liebe ein und dehne dich mit diesem Licht aus. Spüre, wie dich die Liebe trägt und verbinde dich mit Gott. Verbinde dich mit deiner Seele und dann spreche. Ich danke dir, lieber Gott. Ich danke dir, meine Seele, dass ich gerade jetzt hier auf der Erde sein darf. Ich danke, dass ich mir bewusst bin, dass ich ganz viel Kraft und Macht besitze, um die guten Energien auf die Erde zu bringen und zu halten. Liebe große göttliche Liebe, lieber Gott, ich danke dir, die Kraft der Worte, die Kraft der Liebe in mir zu tragen und diese nutzen zu dürfen. Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinen Gedanken die Erde verändern kann,
dass ich mit meinen Worten die Erde ändern kann, unterstützen kann, in die höheren Dimensionen hinaufzusteigen. Ich bin mir bewusst, dass ich gerade jetzt inkarniert bin, um ganz viel zu lernen. Und ich nehme die Verantwortung, dies auch zu tun. Ich nehme die Verantwortung an, für mich und mein Leben aktiv zu sorgen und das Gute zu unterstützen. Ich danke dir, dass ich all dies tun kann, und ich sehe jetzt schon unsere Erde und alle Menschen in der höheren Dimension. Ich sehe jetzt schon, wie das Werk dieses Mal vollendet wurde. Und ich danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich danke auch allen Lichtarbeitern, welche heute mit mir dieses Gebet sprechen. Und ich sende Liebe zu allen Menschen auf der Erde. Ich sende Liebe in das Gitternetz der Erde, in das morphogenetische Feld, welches uns alle verbindet. Und ich weiß, dass ich ein Teil von dieser Liebe bin. Und dafür danke ich dir, dies zu erkennen und zu wissen, dass ich niemals allein bin, dass die Liebe Gottes mich immer begleitet. Danke, danke, danke. Die Energie wirkt noch nach. Es ist ganz still hier. Ich höre die Stille. Ich höre die Liebe. Und ich höre den Frieden. Es ist vollbracht. Spreche dieses Gebet oder ein ähnliches, so oft du kannst, um der Welt zu helfen, um die Welt zu retten. Denn das ist unsere Aufgabe. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ich habe dich so lieb. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.